Willkommen im dritten Teil unseres Geldgurt-Programms. Hier soll es nun um Layouts gehen. Wir erinnern uns an den zweiten Teil, wo wir uns die verschiedenen Views oder ich sag mal eine gewisse Auswahl der wichtigsten Views angeguckt haben. Und nun wollen wir uns mal darum kümmern, wie können wir denn diese Views auf unserem Screen, also innerhalb unserer Activities, positionieren. Ja, bevor wir anfangen, wie immer ein paar allgemeine Infos, die man auch unter Code Concert, also meiner Homepage, finden kann. Zuerst mal die Voraussetzungen. Wer möglichst viel aus diesem Video rausziehen möchte, der sollte das 1.2er, also die Layout Views Video gesehen haben, weil ich hier an der einen oder anderen Stelle darauf referenziere. Dann das Arbeitsdokument ist auch dieses Android Kurs 1.2 Layout, und zwar für dieses Video Kapitel 4.3 bis Kapitel 4.3.7. Was ich hier nicht behandeln werde, das kommt in einem späteren Blog, vermutlich Grüngurt, da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher, das ist das Thema Fragments, das Thema Adapter und das Thema Zoom. Ja, und ansonsten, wenn es weitere Informations oder wenn es weiteren Informationsbedarf gibt, unter Code Concert sollte man eigentlich alles, was wichtig ist, finden. Ja, Inhalt, worum soll es gehen in diesem Video? Erstmal Frame Layout, so das einfachste, billigste Layout, das Android zu bieten hat. Linear Layout, das ist das Feldwald- und Wiesen-Layout, mit dem auch die meisten Kurse beginnen. Relative Layout als ja, bis zur Android-Version 4 wohl das mächtigste Layout war. Table Layout, gerne genommen, um irgendwelche Listen, Zusammenhänge darzustellen. Grid Layout wurde mit Android-Version 4.0 eingeführt. Und wird wahrscheinlich früher oder später im Relative Layout den Rang ablaufen. Nested Layouts, wie kann ich verschiedene Layout ineinander schachteln? Wie kriege ich Scrollbars hin, um dann entsprechend, wenn das, der Inhalt meine Bildschirmgrenzen übersteigt, wie kann ich dann entsprechend hin und her scrollen? Nun, bevor wir loslegen, noch ein paar Hinweise. Wenn wir unsere Layouts bauen, dann wollen wir sie natürlich auch testen, wir wollen sie uns angucken. Das kann man jetzt entweder mit dem Android-Device machen oder auf andere Wege. Wir gucken uns jetzt hier gleich mal an. Grundsätzlich, Layouts werden als XML-Files eingegeben. Da bietet mir Eclipse einen relativ schönen XML Editor an und die kann ich jetzt an realen oder virtuellen Devices testen. Reale Devices, haben wir schon mal angesprochen, gehen relativ fix. Virtuelle Devices, es dauert immer relativ lang, bis die Mühle hochfährt. Aber für Quick and Dirty Tests kann man auch den Layout Designer wählen. Beim Layout Designer wechseln wir von dieser ActivityMain.xml View zur Graphic Layout View und dann sehen wir eine einfache Emulation unseres Layouts und können da schon mal die wesentlichen Sachen überprüfen. Am Schluss ist es aber grundsätzlich so, sollten wir mit einem realen, also nicht mit einem virtuellen oder diesem Layout Designer, sondern wirklich mit einem realen Device prüfen. Es ist klar, dass wir nicht alle Devices in allen Größen und Formen zu Hause haben, aber zumindest mal das Gerät, das wir zur Verfügung haben, sollte uns mal als Testplattform dienen und das sollte immer so der letzte Schritt sein bei unseren Application Tests. Wie schon gesagt, Frame Layout wird das erste Layout sein, mit dem wir uns beschäftigen. Das Frame Layout ist das einfachste, am einfachsten strukturierte Layout. Da kann man eigentlich nicht viel mitmachen, außer irgendwelche Elemente ganz platt reinlegen. Ich habe das hier mal dargestellt. Wir sehen hier im Code erstmal die wesentlichen Schlüsselwörter. Wir sehen hier, ich möchte gerne ein Frame Layout machen. Das ist übrigens auch dann der Root meiner
meines XML-Files fürs Layout von Activity. Das heißt, das Ganze, was wir hier schwarz eingerandet sehen, würde für das Activity-Layout-File stehen. Frame-Layout, danach kommen wie immer ein paar allgemeine Informationen. Dann Layout-Width, Match-Parent, das heißt, ich möchte, dass mein Layout den kompletten Bildschirm abdeckt und das gleiche gilt auch für die Höhe. Ja, jetzt, wenn ich jetzt ein Element einfüge, diesem Beispiel mal ein Image View, das haben wir ja kennengelernt in dem vorausgegangenen Video, dann wird das Ding einfach oben links positioniert. Recht viel mehr kann ich auch nicht machen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte es jetzt irgendwie irgendwo anders hin positionieren, das ist fast das einzige oder die einzigen beiden Möglichkeiten, dass ich entweder eine Margin angebe, also 10 Device Independent Pixel, und dann werde ich hier, weil ich jetzt allgemein Margin angegeben habe, sowohl links als auch oben, meine 10 Device Independent Pixel dann bekommen. Das heißt, der ganze Würfel rutscht mir etwas nach rechts unten. Die zweite Möglichkeit, die ich habe, um so ein Ding irgendwo in meinem Frame Layout zu positionieren, ist das Layout Gravity Attribut. Ich habe es hier so gemacht, dass ich es auf Center gestellt habe. Das heißt, dieser Würfel richtet sich in meinem Bildschirm zentriert aus. Gut, wir haben im vorigen Video noch ein paar andere Werte für Center gesehen, aber recht viel mehr kann man tatsächlich nicht machen. Was jetzt erschwerend noch dazu kommt, wenn ich jetzt mehrere Bilder oder mehrere Image Views in einem Frame Layout platzieren möchte, dann werde ich Überdeckungen finden. Schauen wir uns das hier mal an. Ich habe jetzt hier einfach eine zweite Image View mit reingepackt. Also hier ist die erste Image View und hier in dem Bereich packe ich jetzt die zweite rein. Die erste hatten wir mit Gravity Center hier mittig ausgerichtet und jetzt kommt die zweite, wird wieder oben links hingeklatscht und wir sehen, wir haben hier eine Überlappung. Das ist für die allermeisten Anwendungen sicherlich nicht brauchbar. Die Frage ist, wofür brauche ich mein Frame Layout? Man nimmt es eigentlich dafür her, um als Platzhalter zu fungieren. Das heißt, ich lege einfach mal ein leeres Frame Layout in meiner Activity an und tue damit erstmal nichts. Das Frame Layout ist relativ flach gehalten, es kostet nicht viel Ressourcen, also setzt das Ding da erstmal und wenn ich eine sinnvolle ID vergeben habe, also auch für die Layouts kann ich IDs vergeben, kann ich dann später programmatisch noch andere Layouts hineinpacken. Das heißt, es dient wirklich nur als Platzhalter und das erklärt in gewissen Grenzen auch den Namen als Rahmen für andere Inhalte. Das nächste Layout ist das Linear Layout. Grundsätzlich ist hier auch wieder die gleiche Situation. Ich habe hier mein Linear Layout in meinem Layout-File, meiner aktuellen Activity. Auch hier brauche ich die Width und die Height. Das heißt, ich gebe die Breite und die Höhe an. Hier auch sinnvollerweise Match Parent, weil ich möchte ja, dass mein Layout den kompletten Bildschirm abdeckt. Was jetzt dazu kommt, ist Orientation. Die habe ich jetzt auf Horizontal gesetzt. Und wir gucken uns mal an, was das denn tatsächlich bedeutet. Ich setze jetzt hier gleich mal zwei Image Views ein, ohne irgendeine Positionsangabe. Und wie wir sehen, werden diese beiden Images gleich nebeneinander gesetzt. Dadurch, dass ich Horizontal angegeben habe, werden sie tatsächlich der Reihe nach in einer horizontalen Linie angesetzt. Wenn ich beispielsweise jetzt sage, nein, ich möchte sie untereinander platzieren, die Möglichkeit hier den Wert auf Vertical zu setzen und dann werden diese Elemente eben entsprechend untereinander gesetzt. Das heißt, diese lineare Linie, in der meine Layouts oder meine Elemente positioniert werden, ist dann entsprechend vertikal gedacht. Ja,
Problem ist hier vielleicht für den einen oder anderen, dass er sagt, ja, ich würde ja schon gerne das Linear Layout verwenden, aber ich habe keine Lust, dass sich meine ganzen Elemente hier irgendwann in der oberen linken Ecke tummeln. Gehen wir mal von folgendem Beispiel aus, um dieses Problem etwas näher zu beleuchten. Ich habe jetzt hier drei Elemente, also eine Grafik und zwei Textelemente nebeneinander gelegt. Jetzt sieht man, dass sich diese ganzen Elemente nach links orientieren und hier habe ich jetzt einen wunderschönen Platz verschenkt. Das heißt, es wäre aus meiner Sicht vielleicht sehr viel sinnvoller, diese beiden Textelemente nach rechts ausdehnen, sich ausdehnen zu lassen. Das heißt, damit ich die komplette Bildschirmbreite nutze. Jetzt kann man sagen, ja gut, dann setze ich halt hier bei dem Text 1 Element meinetwegen nicht Wrap Content, sondern Match Parent. Das kann man versuchen. Problem wird sein, dass dieses Element, ist das rechte Textelement, aus dem Bildschirm hinausschieben wird. Es wird schlichtweg nicht mehr zu sehen sein. Der Grund dafür liegt darin, dass dieses Match Parent tatsächlich heißt, werde so groß wie das Elternelement. Und das Elternelement geht nun mal von hier bis da. Wenn ich Glück habe, und darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen, wird die Grafik noch sichtbar sein, aber das rechte Textelement wird garantiert nicht mehr aufzufinden sein. Also, das ist schon mal nicht die Lösung. Die Android-Entwickler haben sich hier auch was einfallen lassen, um dieses Problem eben sinnvoll in den Griff zu kriegen. Und zwar haben sie ein neues Attribut ins Leben gerufen und das heißt Weight, Layout Weight. Schau mal, was sich verändert hat. Das erste, was auffällt, das WIS ist jetzt hier nicht mehr auf Wrap Content, sondern auf 0 dp gesetzt worden. Das ist so eine Konvention, die in Android gilt, dass man hier nicht mehr Match Parent einsetzt, sondern 0 dp. 0 dp heißt im Prinzip, dass die Breitenbildung jetzt nicht mehr von dem Inhalt ausgeht, sondern die Breitenbildung wird von dem Layout-Weight-Element jetzt oder von dem Layout-Weight-Attribut übernommen. Gut, gucken wir uns das mal au Detail an. Gucken wir uns jetzt nochmal die einzelnen Punkte au Detail an. Beginnen wir mit dem Image View. Der Image View ist ja im Prinzip diese Grafik und diese Grafik liegt in einem Rahmen drin. Dadurch, dass wir das Weight-Attribut auf 0 gesetzt haben, ist dieser Rahmen, in dem diese Image View drin liegt, genauso groß wie das Image selbst. Das heißt, links berührt mein Bild, mein Image den Rand und rechts gibt es, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir keine Margin-Werte haben, liegt dieses Image View direkt an dem nachfolgenden Textelement. 0 dp, haben wir gesagt, ist deswegen eingestellt, damit Android weiß, wir übergeben die Kontrolle der Breite an Android im Sinne der Auswertung des Weight-Attributs. Das nächste Element ist dann das erste Edit-Text-Element. Wir haben hier auch wieder die Breite 0 dp, also die Weight-Berechnung soll die Breite bestimmen. Und hier haben wir jetzt einen Wert größer 0, sprich 1. Damit jetzt die Breite von diesem Element berechnet werden kann, brauchen wir in diesem gesamten Linear Layout sämtliche Elemente. Also müssen wir uns auch das zweite Textelement angucken. Hier haben wir jetzt die Breite 2. Und was jetzt passiert ist, Android guckt sich jetzt erstmal an, was ist die Restbreite. Die Restbreite bestimmt sich im Prinzip durch das, was nicht ohnehin festgelegt ist. Festgelegt war ja unser Image View mit der Breite des eigentlichen Bildes. Das heißt, die Restbreite beginnt von hier und endet hier. Dann sagt Android, wir berechnen jetzt mal die Gesamtlänge als Weight-Element-Werte. Das heißt 0 plus 1 plus 2, das macht 3. Das heißt, die Restbreite wird als Ganzes im Sinne von dem Wert 3 angesetzt.
Und von diesem Wert 3 bekommt jetzt der erste EditText-View den Wert 1, sprich ein Drittel. Und EditText-Element 2 hat als Weight die 2 bekommen, das heißt 2 Drittel wird für das zweite EditText-Element verwendet. Das heißt, von der Restbreite ist das ein Drittel und das zwei Drittel, macht in Summe wieder die 1. Wenn ich jetzt beispielsweise hier nicht die 2, sondern die 3 hätte, dann würde dieses Textelement etwas kleiner werden, weil es dann ein Viertel wäre und dieses andere Textelement würde etwas größer, weil es 3 Viertel wäre. So, wie gesagt, das Ganze funktioniert hier in dem Sinne bei der Breite. Wenn ich die Orientation auf Vertical umsetzen würde, dann müsste ich halt nicht die Breitenbestimmung durch Android machen lassen, sondern die Höhenbestimmung. So, das waren jetzt eigentlich die wichtigsten Punkte zu dem Linear Layout. Wie gesagt, das ist ein sehr einfaches, aber auch sehr mächtiges Layout, gerade wegen dieser Möglichkeit, die Restbreite oder die Breitenangaben gewichtet auf die Gesamtbildschirmbreite auszulegen. Und das ist an vielen Stellen durchaus sehr sinnvoll und hilfreich. Das nächste Layout, was wir uns angucken wollen, ist das Relative Layout. Das ist bis zur Version Android 4 das mächtigste gewesen. Damit hat man sehr viel erschlagen können. Seit Android 4 gibt es ein weiteres Layout, das sogenannte Grid Layout. Das ist ähnlich mächtig, aber wir wollen uns jetzt erstmal das Relative Layout anschauen. Der Gedanke von dem Relative Layout ist, dass ich die einzelnen Elemente relativ zueinander positioniere. Was das im Detail bedeutet, gucken wir uns gleich an. Jetzt schauen wir uns erstmal den Syntax an. Ich habe hier mein Relative Layout Tag mit den ganz normalen Elementen, wie wir es von den anderen Layouts auch kennen. Und was ich dann brauche, ist Width und die Höhenangabe. Hier, wie immer, Match Parent. Als nächstes packen wir jetzt hier mal ein Image View rein. Irgendein Image View. Wir haben jetzt hier einfach mal auch wieder einen Würfel reingenommen und der wird dann entsprechend hier links oben wieder positioniert. Dann der zweite Image View, wird dann andere Würfel dann entsprechend genommen, der wird jetzt hier auch links oben positioniert. Das heißt, wenn ich keine dedizierten Angaben mache, dann werden alle Elemente übereinander gestapelt links oben eingesetzt. Um dann später diese ganzen Ausrichtungsthemen etwas besser zu visualisieren, habe ich jetzt hier den zweiten Würfel einfach etwas kleiner gemacht. Das liegt jetzt nicht daran, dass es der zweite Würfel ist, sondern einfach zur besseren Darstellung habe ich gesagt, der erste Würfel ist groß, der zweite Würfel ist etwas kleiner und den dritten Würfel, den ich jetzt ganz unten dran hänge, der wird dann wieder groß sein. Wie gesagt, ich habe keine Positionierungsangaben gemacht und mit diesen, in dieser Situation werden die Würfel einfach ganz platt übereinander gelegt. Und jetzt schauen wir uns an, wie ich es denn schaffe, diese Dinge irgendwie relativ zueinander anzuordnen. Dazu habe ich jetzt dieses ganze Layout mal etwas schematischer dargestellt und hier ein paar schwarze Ränder mal drum gemacht, weil das werden unsere Referenzpunkte sein. Und wir gucken uns jetzt erstmal die Attribute von den einzelnen Elementen an. Und zwar jetzt erstmal hier ist es dieses to right of, to left of und below und above. Schauen wir uns die einzelnen Elemente mal an. Ich habe hier mein ImageViewDice1, hier habe ich keine Positionsattribute eingesetzt. Das heißt, an der Stelle klebt mir das Ding wie vorher eben auch links oben. Beim zweiten Würfel habe ich jetzt gesagt, bitte platziere dich to right of, also rechts von meinem ImageViewDice1. Das heißt, an der Stelle wird es einfach an der rechten Seite drangeklebt.
Nachdem ich keine Höhenangabe gemacht habe, bleibt es eben an der ursprünglichen Situation, dass es oben platziert wird. Ohne die Breitenangabe, was ja to right of wäre, würde es eben auch links dann dran geklebt werden. Ich habe hier gesagt to right of, also wird es rechts von meinem ersten Würfel platziert und keine Höhenangabe, es wird oben platziert. Der dritte Würfel wird auch to right of Dice 1, das heißt genau der gleiche Abstand vom linken Rand wie mein zweiter Würfel. Aber hier sage ich jetzt below Image View Dice. Das heißt, hier habe ich jetzt die Situation, dass ich den nach unten schiebe, diesen Würfel, weil ich ihn eben unterhalb meines Dice 1 Elements platzieren möchte. Die nächsten Attribute, die wir uns angucken, ist to end of und to start of, die, soweit ich das jetzt beurteilen kann, das gleiche Verhalten aufweisen wie to right of und to left of. Gucken wir uns gleich an einem Beispiel an. Dann die vier Align-Attribute, Align Right, Left, Top und Bottom. In diesem Beispiel beschränke ich mich jetzt auf das Align Right-Attribut und alle anderen verhalten sich dann entsprechend genauso halt, entweder links aligned oder oben und unten aligned. Wer da noch praktische Beispiele dazu sehen will, der guckt einfach in das Arbeitsdokument rein. Dort habe ich noch grafische Beispiele für jedes Align-Element auch. So, wir fangen wieder mit dem Dice 1 an. Der wird ohne Positionsattribute platziert, also links oben. Danach packe ich jetzt mein Dice 2 wieder rechts von meinem Dice 1. Jetzt hier mal abwechslungshalber mit to end of, gleiches Verhalten wie to right of und dementsprechend liegt das Ding dann rechts neben meinem Würfel 1. Ich habe keine Höhenangabe, ergo wird das Ding auch oben dran geklebt. So, jetzt gehen wir mal weiter mit der Höhenangabe unseres Dice 3. Da habe ich wieder below Dice 1 eingepackt oder eingestellt. Das ist genauso wie in der vorigen Situation. Er wird einfach unterhalb meines ersten Würfels platziert. Spannend ist jetzt das Align Right Thema. Hier mache ich jetzt ein Alignment mit dem Dice 2. Das heißt, die rechte Seite wird ausgerichtet. Und das heißt nichts anderes, dass ich hier an der Stelle jetzt diese Überlappung habe, weil mein Würfel 2 entsprechend kleiner ist. Das heißt, hier ist einfach eine gerade Ausrichtung an der rechten Seite gedacht oder das Ziel. Die bis jetzt angesprochenen Attribute haben sich alle um Relationsangaben unter den einzelnen View-Elementen gekümmert. Jetzt haben wir neue Sachen und zwar Alignment-Informationen gegenüber dem Parent, also dem umschließenden Layout. Das heißt, wenn ich nur ein Layout habe, wird das der Bildschirmrand sein. Ansonsten, wenn ich verschachtelte Layouts habe, das Layout, in dem ich dieses einzelne View-Element reinplatziere. Wir fangen mal mit Parent Left an, was jetzt in dieser Situation ein bisschen unsinnig ist, weil es ohnehin links oben platziert werden würde. Trotz allem, ich habe es mal explizit angegeben. Ich mache ein Alignment im Parent Layout und zwar links. Den zweiten Würfel habe ich mittig ausgerechnet, also horizontal und vertikal zentriert. Das wäre dann Center in Parent. Den letzten Würfel habe ich an der rechten Seite ausgerichtet, also Align Parent Right und unten Align Parent Bottom, die entsprechend auf True gesetzt und dann klebt das Ding unten rechts. Und entsprechend andere Kombinationen sind entsprechend auch möglich und somit habe ich alle wesentlichen Ausrichtungsmöglichkeiten von Bilddateien oder von Drawables dargestellt.
Ein zusätzliches Element oder ein zusätzliches Attribut möchte ich jetzt hier auch nicht verheimlichen, und zwar das Baseline. Um das klar zu machen, worum es hier eigentlich geht, habe ich jetzt keine Bilder genommen, sondern Textviews. Und die habe ich jetzt erstmal links ausgerichtet. Und zwar den ersten ganz links, den nächsten habe ich einfach rechts daneben platziert und den letzten auch rechts daneben. Das heißt, ich habe alle in eine Reihe gesetzt. Dann habe ich meinen ersten TextView Center Vertical gemacht. Das heißt, ich habe ihn mittig ausgerichtet. Und jetzt habe ich ein weiteres Element mit Bottom ausgerichtet. Das heißt, die Grenze der beiden, also die untere Grenze der beiden Textelemente, die sind auf einer Ebene. Den letzten habe ich jetzt aber mit Baseline zu TextView 1 ausgerichtet. Das heißt, was das Ding macht, ist, es schneidet sozusagen oder es ignoriert die Padding-Werte und also Padding- und Margin-Werte. Und wird dann sich auf die untere Zeile des Textes konzentrieren und die dann ausrichten. Das heißt, mein dritter Textview, der ist hier ein bisschen nach unten gerutscht, damit eben die Schrift auf gleicher Höhe ist. Ja, es gibt durchaus einige Situationen, wo das sinnvoll einsetzbar ist. Gerade wenn ich auch mit unterschiedlichen Schriftgrößen und Elementen arbeite, kann das durchaus recht praktisch sein. Jo, wir haben uns jetzt die wichtigsten Elemente angeguckt, die wichtigsten Attribute und Eigenschaften. Und jetzt will ich noch mal ein paar allgemeine Worte zum Thema Relative Layout verlieren. Zum einen, Relative Layout ist sehr mächtig und damit kann man sehr viel machen. Und grundsätzlich sollte ich mir überlegen, sobald ich anfange, mehrere Linear Layouts für irgendeine Funktionalität ineinander zu verschachteln, muss ich überlegen, ist denn nicht ein Relative Layout in der Lage, diese Verschachtelungen in einer Ebene abzubilden? Verschachtelungen kosten Performance und wenn es nicht unbedingt sein muss, sollte ich darauf dann entsprechend auch verzichten. Das heißt, sobald ich mehr als ein Linear Layout ineinander verschachteln, überlegen, ist nicht ein Relative Layout sinnvoller? Dann das Weight-Attribut kann ich innerhalb von Relative Layout nicht nutzen. Wir erinnern uns, das Weight-Attribut hat einfach gesagt, ich habe ein Linear Layout. Das heißt, alle Elemente werden in einer Reihe angebracht oder positioniert. Und dadurch, dass ich eine eindimensionale Reihe habe, kann ich hier eine Breitenbestimmung aufgrund der Gewichtungsangaben machen. Im Relative Layout bin ich in einer Art zweidimensionalen Raum und da funktioniert das mit dieser Gewichtung nicht. Dann Zirkelbezüge. Das ist ein Thema, wo man auch gerne mal reinfällt. Gehen wir mal davon aus, ich habe zwei Image Views, also View A und View B. View A sagt, ich bin links von B, View B sagt, ich bin rechts von A. Das ist natürlich eine sinnvolle und richtige Aussage. Das Problem ist aber, sie referenzieren sich gegenseitig. Also da werde ich sehr wahrscheinlich eine Zirkelbezugsfehlermeldung bekommen. Und sehr viel sinnvoller ist es zu sagen, ich platziere erstmal mein A irgendwo im Raum und B liegt einfach nur rechts neben A. Das heißt, ich habe keinen Bezug von A auf B, sondern nur von B auf A. Das ist eine Sache, die man am besten dadurch hingeht, dass ich sage, ich definiere mir jetzt irgendein Element als Anker und alle anderen richte ich direkt oder indirekt an diesem einen aus. So, zum Schluss noch Layouts. Das gilt jetzt eigentlich für alle, aber im Wesentlichen oder sehr viel mehr für Relative Layout. Wenn ich anfange, mir dieses Ding zu bauen, dann sollte ich
dieses Layout zuerst auf Papier skizzieren oder irgendein PowerPoint oder was auch immer mir zur Verfügung steht, um da ein bisschen rumspielen zu können. Und dann definiere ich mir die Referenzpunkte und kann dann eben bestimmen, das ist mein Ankerelement und alle anderen richte ich daran aus. Das hilft auf jeden Fall. Dieses Rumprobieren in XML-Files, das ist immer so Try and Error und das ist eigentlich nicht die Art, wie man professionell entwickeln sollte. Das nächste Layout, das ich vorstellen möchte, ist das Table Layout. Für alle die, die schon mal HTML programmiert haben, die werden das Prinzip einer Table kennen. Wir gehen einfach mal durch und schauen uns das in Android an. Grundsätzlich, Table heißt, ich habe Zeilen und Spalten. Wir haben hier auch wieder ganz normal unser Root-Element, Table Layout, mit der Breiten- und Höhenangabe. Und in dieses Layout möchte ich jetzt entsprechend meine Elemente reinlegen. Das erste, was ich jetzt machen muss, ich muss eine Zeile definieren. Die Zeile ist das Tag Table Row und die definiert mir dann, welche Elemente in einer Zeile dann entsprechend zu liegen kommen. Wir gehen mal davon aus, dass ich jetzt zwei Image Views erzeuge. Die lege ich ganz normal in meinen Bereich der Table Row. Ich brauche nicht wie in HTML ein eigenes Element für die Spalte, sondern Android sagt einfach, wenn ich eine Table Row habe, wird jedes View-Element innerhalb dieser Table Row automatisch zu einer Spalte. So, die liegen jetzt da drin. Und jetzt kann ich im Prinzip eine zweite Table Row bauen, wo ich jetzt einfach mal, um das Verhalten etwas zu transparenter zu machen, einfach das schmalere Element am Anfang lege und das breite Element am Ende. Und oben habe ich es genau andersrum gemacht. So, wir sehen jetzt, dass ich jetzt hier Spalten habe, und zwar genau zwei Spalten und zwei Zeilen. Die Zeilen habe ich explizit mit Table Row angegeben und die Spalten werden durch die Anzahl der Image Views festgelegt. Wenn ich jetzt in zwei verschiedenen Zeilen eine unterschiedliche Anzahl von solchen Image Views oder Elementen auffinde, dann wird Android einfach davon ausgehen, dass die maximale Anzahl meiner Elemente die Spaltenanzahl bestimmt und die kleineren Anzahlen von View-Elementen pro Zeile werden dann dazu führen, dass die rechten Spalten einfach leer bleiben. So, jetzt gucken wir uns noch ein paar praktische Attribute rund ums Table Layout an. Und zwar als allererstes mal schauen wir uns die Ausgangssituation an. Ich habe jetzt hier einfach mal eine dreispaltige Zeile eingesetzt. Dann habe ich eine zweite Zeile angepasst. Hier werden sich jetzt entsprechend die Spalten nach dem maximalen oder nach der maximalen Breite ausrichten. Jetzt habe ich eine Sache gemacht, wo ich eine Layout-Span gemacht habe. Das heißt, ich habe gesagt, mein Element, also mein erstes Text-View-Element, wird nicht eine, sondern zwei Spalten belegen. Dadurch wächst dieses Ding an und mein letztes Textelement wird sich ganz normal wieder in die letzte Spalte einfügen. Das nächste, was ich jetzt hier zeige, ist, ich kann explizit angeben, in welcher Column, also in welcher Spalte, mein Textelement oder mein View-Element eingeführt werden soll. Hier an der Stelle jetzt Column 0. Die Indizierung beginnt wie bei allen sinnvollen Programmiersprachen bei 0. Das heißt, dieses Hello Merkur wird an der ersten Stelle reingepackt. Dann sage ich, mein zweites Textelement oder TextViewElement wird in Column 2 positioniert. Das heißt, der knallt sich hier rein und lässt hier einen Spalt.
eine Lücke. Das ist insofern dann praktisch, wenn ich sage, ich möchte tatsächlich irgendwelche leeren Zellen darstellen, dann muss ich entsprechend mit diesen Column-Werten eben arbeiten. Das nächste, was wir haben, ist das Thema Stretch Columns. Das bewirkt, dass die Spalten so weit wachsen, dass die gesamte Tabelle links und rechts im Parent ansteht. Dieses Stretch Columns ist jetzt ein Attribut, das für sämtliche Spalten sind, verständlicherweise gilt, also muss es auch als Attribut ins Table Layout gehen, nicht in die einzelne View, sondern ins Table Layout. Ich kann aber auch sagen, ich packe hier ein Wildcard rein, dann werden alle Spalten gleichmäßig wachsen. Ja? Grundsätzlich kann ich auch, wenn ich sage, ich möchte meinetwegen jetzt nur die äußeren beiden Spalten wachsen lassen, dann mache ich Stretch Columns 0,2, dann würden die äußeren beiden wachsen und der innere würde eben auf seinem Minimalbereich bleiben. Das nächste, für das nächste Beispiel habe ich jetzt mal eine Spalte mit so viel Text gefüllt, dass hier am rechten Rand die letzte Spalte einfach rausgeschoben wird. Das heißt, sie ist nicht mehr sichtbar. Um das Ganze jetzt irgendwie wieder hinzukriegen, bräuchte ich hier in diesem in der zweiten Zeile in dieser Spalte einen Zeilenumbruch. Das kriege ich mit dem Attribut Shrink Columns hin. Das heißt, was der jetzt macht, er versucht sozusagen den kompletten Bildschirm auszunutzen, aber eben hier, wo er sozusagen drohen würde, die rechteste Spalte über den Rand hinauszuschieben, dort wird er dann entsprechend einen Zeilenumbruch reinpacken. Es gibt viele Entwickler, die, wenn sie einen Table Layout verwenden, gleich immer Shrink Columns ist gleich Stern. Also alle Zeilen oder alle Spalten sollen einen Zeilenumbruch erlauben und dann auch diesen Stretch mit Stern angeben. Das heißt, ich werde immer alle Spalten bis an oder die Tabelle bis an die Parent-Grenzen ausdehnen, sodass ich meinen Bildschirm optimal nutze. Wie gesagt, das sieht man relativ häufig. Wenn ich keine spezielleren Bedürfnisse habe, ist es durchaus empfehlenswert. Gut, kommen wir zum Grid Layout. Dieses wurde mit der Android Version 4, das wäre dann API Level 14, eingeführt und soll mehr Flexibilität beim Layout-Design bringen. Ich werde nachher noch mal kurz darauf eingehen, aber hier so viel schon mal vorausgeschickt. Wenn ich das Grid Layout verwende, dann sind sämtliche API-Level kleiner 14 für mich tabu. Das heißt, diese 2.3er Android-Handys, die funktionieren dann nicht mehr, oder respektive die Software, die ich dann geschrieben habe, funktionieren auf diesen Handys nicht mehr. Alle modernen Handys werden zwar jetzt mit der 4er-Version ausgeliefert, aber es gibt immer noch ein paar Billigteile, die mit der 2.3er-Version jetzt noch verkauft werden. Und das sollte mir einfach bewusst sein, wenn ich das Grid Layout verwende. Gut, was ist die Idee dahinter? Das Grid Layout ist so gedacht, dass ich ein Raster definiere. Das wird dann, das werden wir später noch sehen, in der Layout-Information hinterlegt. Und dort kann ich jetzt meine Elemente positionieren. Das Raster sehe ich nicht. Das ist so ein virtuelles Raster. Aber das Entscheidende ist, wenn ich jetzt hier sage, ich möchte gerne eine Image View positionieren, dann wird er einfach mal links oben reingepackt. Dann kann ich ein weiteres, es wird dann in der nächsten Zelle reingepackt. Und so weiter. Das nächste in der nächsten. Wenn ich jetzt ein weiteres einfach dranhängen würde, dann würde es in der nächsten Zeile ganz links in die Spalte rein platziert werden. Oder was ich auch machen kann, ich kann die Position direkt angeben. Das heißt, ich kann sagen, ich hätte gerne
in der Zeile 1 und in der Spalte 1 einen Würfel. Was ich auch machen kann, ich kann jetzt Zeilen zusammenfügen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich hätte gerne in der Row 1 und in der Column 2, das wäre diese Zelle, hätte ich gerne was platziert, aber bitteschön Row Span 2. Das heißt, ich möchte jetzt an der Stelle, dass der Würfel mittig platziert wird zwischen der Zeile 1 und der Zeile 2. Das Ganze funktioniert auch mit Column Span. Also ich positioniere meinen Würfel in diese Zelle, sage aber, ich möchte mein Column auf 2 erweitern. Das heißt, ich habe jetzt hier mein Feld auf 2 Spalten ausgelegt. So, das ist eigentlich alles. Das ist der Grundgedanke hinter diesem Grid Layout. Dann wollen wir uns mal das Root-Element anschauen, also das Root-Element Grid Layout. Wir haben hier unsere üblichen Verdächtigen, also Breite- und Höhenangabe, aber ich habe jetzt hier auch den Column Count. Das heißt, ich gebe vor, wie viele Spalten mein Grid Layout haben soll. Die Zeilen gebe ich nicht an, weil das wird sich dann im Nachgang durch die Anzahl der eingesetzten Views ergeben. Bei den Columns brauche ich die Angabe, damit eben Android weiß, wenn ich sie ohne dedizierte Row- und Call-Angabe oder Row- und Column-Angabe in mein Grid-Layout reinfülle, wann er in die nächste Zeile gehen muss. Deswegen ist der Column-Count wichtig. Dann haben wir den Alignment-Mode. Der Alignment-Mode besagt, dass sich entweder an den Grenzen allein Bounds, das sind die Objektgrenzen als solches, also wenn ich jetzt ein Image-View habe beispielsweise, dann wird der Drawable-Element, das in diesem Image-View ist, die Objektgrenze darstellen, an der ich ausrichte. Ich kann aber auch an den Margin-Grenzen ausrichten, dann müsste ich eben bei Alignment-Mode allein Margin angeben. Und dann würde sozusagen der äußere Rahmen, der durch die Margin noch bestimmt wurde, in diese Ausrichtung mit eingehen. Dann Use Default Margins. Das ist eine Sache, wo ich sage, ich habe einen User Interface Style angegeben und der hat auch entsprechende Margin-Informationen standardmäßig hinterlegt. Das heißt, wenn ich diesen User Interface Style ändere, würden sich bei Use Default Margins True auch die Default Margins ändern. Würden ein bisschen auseinander oder zusammenrutschen, je nachdem, inwieweit ich mein User Interface Style ändere. Wenn ich ihn auf False setze, dann würde meine Margin auf 0 schrumpfen, es sei denn, ich habe im einzelnen View-Element eine Margin größer 0 gesetzt. Ein Hinweis noch, wenn ich die Default Margins auf True setze, dann muss das Alignment, der Alignment Mode auf Align Bounds stehen. Hintergrund ist, dass dieser UI-Style, also dieser User-Interface-Style, sich an den eigentlich sichtbaren Elementen orientieren möchte und nicht an irgendwelchen Margins, die flexibel oder dynamisch sein sollen. So, dann gucken wir uns noch ein Beispiel an. Und zwar, ich habe jetzt hier einfach mal in die Column 0 zwei Würfel platziert. Row-Angabe muss ich hier nicht machen, das werden beide in Column 0 eingesetzt, also werden sie untereinander platziert. Und jetzt habe ich einen dritten Würfel hier reingepackt und habe dort Gravity Center, also Layout Gravity Center gemacht. Der mittelt sich jetzt im verfügbaren Platz aus und das ist an der Stelle jetzt das, was rechts übrig bleibt, sozusagen die Breite meiner die Restbreite meines Bildschirms und von der Höhe her wird es wirklich mittig im Gesamtbildschirm platziert. Gravity Center. Das ist jetzt vielleicht nicht genau das, was ich haben will. Vielleicht möchte ich ja, dass dieser dritte Würfel genau mittig zu diesen beiden Würfeln platziert, also ungefähr hier.
Die Frage ist, wie kriege ich das hin? Und da haben wir jetzt folgende Möglichkeit. Wir müssen eine weitere Zeile einfügen. Und zwar eine dritte Zeile mit nichts drin. Und diese dritte Zeile, die jetzt sozusagen hier an der Stelle nach unten zu positionieren ist, muss maximale Höhe haben. Was ich da mache ist, ich füge ein neues Element, das hatten wir bis dato noch nicht, das sogenannte Space-Element ein. Das Space-Element platziere ich jetzt in die Row 2, das heißt, dieser Würfel ist Row 0, dieser Würfel ist Row 1 und mein Space-Element soll dann in die Row 2 wandern. Und von der Layout Gravity setze ich es auf Fill, das heißt, es soll wachsen bis zum unteren Rand. Und dadurch bleibt jetzt für meinen dritten Würfel nur noch dieser Platz in der Höhe frei. Das heißt, wenn ich jetzt hier dieses Layout Gravity Center setze, oder es war ja ohnehin noch gesetzt, dann wird es eben nur diesen Platz für die Zentrierung ausnutzen. Ergo wandert das Ding nach oben und positioniert sich genau an der Stelle, wie wir es vorhin festgelegt haben. So, dieses Space-Element ist eben wichtig, genau um solche Positionierungen zu ermöglichen. Auch hier gilt, bisschen rumspielen damit, bisschen ausprobieren, da kommt die Erfahrung tatsächlich durch das Learning by Doing. Gut, ich habe es vorhin schon angesprochen, ich kann Layouts ineinander verschachteln. Gut, das mache ich dann und nur dann, wenn ich die Möglichkeiten meiner zur Verfügung stehenden Layouts voll ausgenutzt habe und trotzdem nicht das Ergebnis erzielen kann, was ich erzielen möchte. Die Verschachtelung, wie ich schon mal gesagt habe, die braucht Performance oder die schluckt Performance. Insofern sollte ich das nur dann tun, wenn es nicht anders geht. So, ich mache das mal mit einem Linear Layout. Alte Schule, haben wir jetzt, uns lang genug damit beschäftigt. Ich werde es vertikal anordnen. Und in dieses vertikal angeordnete Linear Layout, also das Linear Layout vertikal heißt, ich habe meine Linien so, dass ich die einzelnen Elemente untereinander ausrichte. Und jetzt lege ich in mein Linear Layout ein weiteres Linear Layout und das richte ich horizontal aus. Das heißt, ich habe jetzt hier ein äußeres Linear Layout, das zeilenweise meine Elemente platzieren möchte. Und in der ersten Zeile platziere ich jetzt ein weiteres Layout, das spaltenweise meine Elemente platziert. Das ist eigentlich auch schon alles, was dazu zu sagen ist, dass ich im Prinzip jetzt mein inneres Layout sich als Kindelement des äußeren Layout versteht. Und jetzt könnte ich beispielsweise unterhalb meines Linear Layouts noch ein Table Layout setzen, das dann eben mit einer anderen Qualität, also das Table Layout hat ja Eigenschaften, die ich mit dem Linear Layout so nicht hinbekomme, entsprechend andere Inhalte präsentiert. Insofern sehe ich jetzt hier drei Layouts, die zusammenspielen müssen. Das äußerste Root-Element Linear Layout, das teilt mir meinen Bildschirm einfach in Zeilen ein und innerhalb dieses Linear Layouts platziere ich ein inneres Layout, ein inneres Linear Layout für diese beiden Würfel und darunter dann ein Table Layout für, keine Ahnung, irgendwelche Punkte oder was auch immer. Ich hoffe, dass damit jetzt der Gedanke klar ist. Ich kann alle möglichen Layouts ineinander verschachteln. Das heißt, es muss nicht zwingend sein, dass das äußere Layout ein Linear Layout ist. Es kann auch ein Relative sein, was auch immer ich jetzt wirklich benötige. Aber auch hier wieder der Hinweis, bitte zuerst sich mal in Ruhe Gedanken machen, wie soll mein Layout eigentlich aussehen und mit welchen dieser vielen verschiedenen Layout-Optionen kriege ich denn mein optimales Ergebnis hin? Also, vorher Gedanken machen, Screen aufteilen, Zeichnung machen zur Not, ja,
Bewusstsein, was will ich? Try and error geht nicht. Ich muss bewusst handeln. Try and error führt immer zu irgendwelchen Überraschungen, das heißt bewusst das Layout designen. Dann zu viele Verschachtelungen sind ein Problem für die Performance. Ich habe in irgendeinem Blog mal gelesen, dass Android ohnehin nur bis zur 10. Ebene verschachtelt. Ich meine, wer so weit kommt, hat eh ein Problem im Design. Das heißt, hier bitte überlegen, wie kriegt man es möglichst flach hin. Und dann, wie gesagt, das Relative Layout ist oftmals in der Lage, die einzelnen Verschachtelungen bis zu idealerweise einer Ebene zu reduzieren. Und nochmal der Hinweis, wer jetzt sagt, okay, Android 4.0 ist einfach meine Zielversion, der kann dann auch auf das Grid Layout ausweichen. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt mir eben mein API-Problem, dass ich nicht abwärtskompatibel zu kleiner Version 4.0 bin. Das letzte, was ich jetzt hier in dem Video erklären möchte, ist das Thema Scrollbars. Die Dinger brauche ich immer dann, wenn mir der Platz nicht ausreicht, dass ich sozusagen hin und her schieben muss. In Android wird das Ganze als ein eigenes Layout abgebildet und diese Dinger, diese Scrollbars, haben eine besondere Eigenheit und zwar, sie dürfen nur ein Kind-Element haben. Wenn ich das bei der XML-Definition falsch mache, dann wird Eclipse auch gleich motzen und sagen, nee, hier darf nur eins rein, also keine Angst, da wird man so schnell nichts falsch machen. Aber das muss ich einfach beherzigen. Gut, schauen wir uns das Ding mal an. Root Element Scroll View. Das richte ich jetzt hier vertikal aus und setze es von der Breite und Höhe auf Fill Parent. Das heißt, der komplette Bildschirm wird von dieser Scroll View ausgenutzt. Innen drin, wenn ich jetzt es denn möchte, es muss nicht immer sein, aber wenn ich jetzt eben auch horizontal scrollen will, dann packe ich hier einen sogenannten Horizontal Scroll View rein. Den mache ich üblicherweise auf Wrap Content. Und ja, das war es im Wesentlichen. Das heißt, ich habe jetzt hier mit dem normalen Scroll View meine vertikale Scrollrichtung und mit dem Horizontal Scroll View meine horizontale. Und was auch immer ich jetzt hier reinpacke, das wird dann scrollbar sein. Wichtig ist an der Stelle, ich darf nur ein einzelnes Kind-Element hier reinpacken. Das heißt, ich bin hier quasi gezwungen, ein Layout-Element reinzupacken, in das ich dann meine beliebig vielen Views oder verschachtelten Layouts reinpacke. Aber ich kann jetzt hier in meinem Horizontal View, Scroll View, jetzt nicht einfach zwei Image Views reinpacken. Das wird nicht funktionieren, da würde Eclipse entsprechend motzen. Ja, das war jetzt das Video zum Thema Layouts. Wie für alle Themen gilt, nicht einfach nur Video anschauen und dann glauben, man kann es, sondern sich das Arbeitsdokument schnappen, die einzelnen Code-Elemente mal ausprobieren in Eclipse, mal runtertippen, bisschen mit den Parametern spielen, gucken, wann Eclipse motzt, wenn man irgendwo einen Fehler gemacht hat, wie die einzelnen Einstellungen funktionieren, in Ruhe mal ausprobieren und dann klappt das schon. Es ist zu erwarten, dass früher oder später auch neue Layouts wieder dazukommen. Wie gesagt, mit der 4.0er-Version ist das Grid-Layout dazugekommen. Vielleicht wird auch mal irgendeins auf The Breach gesetzt, weil die Nutzung irgendwie nicht mehr sinnvoll ist. Aber grundsätzlich mal, ich glaube, die Werkzeuge, die wir jetzt hier heute kennengelernt haben, werden uns durchaus durch die gröbsten Anforderungen durchführen und dann können wir eigentlich auch schon relativ gut unsere Applikation aufbauen. Das nächste Video, das wir uns anschauen werden oder das ihr euch anschauen solltet, da geht es dann um die Java-seitige Erzeugung von Layout-Elementen. Das ist im Prinzip deswegen notwendig, um ein bisschen Dynamik reinzukriegen. Und wenn wir das dann haben, haben wir eigentlich alles abgehakt, um eben den, ja,
den Gelbgurt zu bekommen. Den kriegt ihr nicht von mir, den könnt ihr euch selber malen. Aber ich sag mal, der erste große Block ist dann geschafft. Und damit kann man sozusagen seine ersten zaghaften Schritte in der Android-Welt dann überstehen.